Willkommen zurück bei Pokémon X, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt genau 16 Uhr, beziehungsweise 20 Uhr. Und genau das hier ist die Zeit, uns hier hinzubegeben. Jeden Moment müsste sich dieses Tor öffnen und sein Licht uns preisgeben. Müssen nur noch ganz, ganz kurz warten. Ich habe hier leider keine direkte Uhr bei Pokémon. Aber sobald wir 20 Uhr haben, wie gesagt, wird hier das Licht scheinen. Und dieses würde es uns möglich machen, die Megasteine zu suchen, die wir brauchen. Und was ich so lange schon vor mir herschiebe. Ein Jahr, sogar länger hervorhergeschoben als das Angeln in Ocarina of Time. Aber jetzt bin ich soweit. Und jetzt holen wir uns diese Megasteine. Yeah! In dem Regen machen wir uns auf den Weg, um unseren ersten Megastein zu holen. Der wird nicht ganz einfach zu finden sein, weil die Spiegelhöhle unglaublich verwirrend ist. Haltet euch am besten an genau den Weg, den ich euch gebe. Leider kommt es ab und zu vor, dass wilde Pokémon von den Decken fliegen, was in diesem Fall mir sehr, sehr ungelegen kommt. Einfach deswegen, weil ich unter Zeitdruck bin. Ich habe nur eine Stunde Zeit, um alle Megasteine einzusammeln. Von daher, verpisse dich bitte, liebes Fleeknoll. Und genau, wir müssten hier schon mal gewesen sein, um den Gyroball, genau, die Gyroball-TM zu holen. Jetzt müssen wir uns hier noch weiter hinten begeben und können den Sipsalanit holen. Dadurch, dass dieses Item leuchtet, beziehungsweise dadurch, dass die Sonnenuhr leuchtet, ich habe sogar ausnahmsweise mal Schutz drin, wie ihr seht. Dadurch, dass die Sonnenuhr leuchtet, haben wir, wie ihr seht, die Möglichkeit, diese Items zu finden. Wenn sie nicht leuchten, haben wir nicht den Hauch einer Chance. Selbst wenn wir auf dieses Teil drücken würden, sie wären nicht da. Von daher, weitersuchen. In Fällen, in denen ich mir wünschte, in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir zu sein, dann hätte ich hier nämlich mittels der Ionenflöte einfach herfliegen können. Gut, zweiter Leuchtturm befindet sich hier in der Leuchthöhle. Wir müssen hier einmal nach rechts gehen und gegen ein wildes Pokémon kämpfen. Die wilden Pokémon lauern mir hier gerade ziemlich auf. Kann das sein? Dabei will ich ausnahmsweise ihnen mal einfach nur ausweichen. Und dafür haben sie mich ganz schön auf dem Kicker. Aber ja, hier nach, wie gesagt, nach rechts gehen. Und dann finden wir hier unseren Kangamanit. Sehr, sehr schön. Zwei müssen wir Richtung Novaria-Wald und werden relativ schnell das benötigte oder den benötigten Megastein finden. Ich muss jetzt nur mit meinen Schützen etwas aufpassen, weil ich benötige sie wirklich mal einfach, um Zeit zu sparen. Hier befindet sich der Pinsir-Nit. In Pokémon Y würden wir hier den Scarabon-Nit finden. Unser nächster Megastein führt uns Richtung Mosaia, welchen wir Richtung Wasserfall gehen müssen, um unseren Megastein in Gewahrsam zu nehmen. Genau hier befindet er sich, nämlich der Gyarados-Nit. Im Fossilienlabor in Petrophia haben wir außerdem noch einen Megastein, den wir tatsächlich noch nicht in Gewahrsam genommen haben. Hätten wir sie nicht schon vorher bekommen können. Wir müssen mit ihm reden. Offenbar habe ich jetzt euch zu verdanken, dass mein Assistent wieder zurück ist. Tausend Dank, hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Habe ich nicht dran gedacht, hätte man schon viel, viel früher im Spiel holen können. Ich hatte vergessen, dass ich das bei meiner letzten Ausgrabung ebenfalls zutage gefördert hatte. Das Pokémon Aerodactyl lässt sich übrigens aus seinem Altbernstein wieder zurückverwandeln. Auf Altbernstein stößt man gelegentlich, wenn man Fels mit Hilfe von Zertrümmerern zweischlägt. Ja, da kümmere ich mich noch drum. Beizeit. Gehen wir uns von Frescora hier nach unten zur Route 16. Nee, wir wollen nicht mit dir reden. Dankeschön. Wir haben sowieso kaum Zeit. Und wir bekommen hier den Voltensonit. Lustigerweise den Hundemonit in Pokémon Y, obwohl man hier Hundemon und Y Voltenso fangen kann. Ich verstehe es auch nicht ganz. Stein, wo ich mir nur denke, WTF, was hat der Game Freak für ein Problem? Befindet sich hier in der Arena von Reliviera City. Richtig, in der Arena. Ich habe keinen Dunst,
wer auf diese Idee kam. Auf jeden Fall müssen wir hier nach hinten. Oder, Moment. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich bin nicht richtig. Verdammt! Ihr seht schon, ich bin hier schon komplett verwirrt. Einfach aufgrund des Faktums, dass hier ein Megastein ist. Natürlich auch zu der gegebenen Zeit. Und auch in sehr merkwürdiger... Ah, da oben. Und auch in sehr merkwürdiger Reihenfolge. Denn hier bekommen wir den Despotanit in X. In Y jedoch den Stolosnit. Obwohl... Also, ich glaube, es ist der Stolosnit, ja. Obwohl es hier... Stolos und den Y Despota gibt. Wie gesagt, ich habe aufgehört zu fragen. Seit das Ding hier in einer Arena ist, traue ich den Leuten von Game Freak so ziemlich alles zu. In Vanitea müssen wir ins traurige Schloss. Zumindest habe ich das versucht einigermaßen zu übersetzen, weil ich eh weiß, dass ich es falsch aussprechen werde. Und müssen uns hier in den oberen Bereich begeben, um diese Seite mitzuhalten. Ein Flunkiefer-Need. Worauf ich so lange für meinen Flunkiefer gewartet habe, dass ich schon fast vergessen habe, dass ich es überhaupt haben wollte. Ja, ich erinnere mich immer noch, dass ich einen Flunkiefer im Team habe. Ist doch immerhin etwas. Romantia City befindet sich im tobenden Regensturm. Ein Megastein, nämlich genau hier der Meditalis-Need. Ebenfalls ein sehr, sehr gutes Mega-Pokémon. Route 22 waren wir schon ziemlich nah dran an eben einem dieser Orte. Ich möchte euch nur noch mal kurz zeigen, wie wir da überhaupt hinkommen, damit ihr da nicht verwirrt seid. Übrigens, ein weiteres Ziel dieses LPs ist es auch, alle Tafeln zu sammeln. Da muss ich mal schauen, wie viele ich habe. So, das ist jetzt natürlich der Nachteil, wenn wir so viel in einer Tasche haben. Deswegen... Ich bin gerade Pokémon Pearl gewohnt, da habe ich mehr in einer Tasche. Das ist auch dementsprechend schön. Moment, sortieren wir mal. Ich habe nämlich Chopschüsse extra hierfür gekauft. Genau. Dann können wir uns nämlich hier nach unten begeben. Und der Grund, warum ich das eben so auswendig zeige, ist, ich möchte nicht einfach mitten davor stehen bleiben und sagen, ja, hier ist es. Sondern ich möchte, dass ihr versteht, wie wir hier eigentlich herkommen. Denn tatsächlich... Hi, Kollege. Okay, gut. Dieser Geselle hier taucht 10-mal auf und egal, was wir machen, er wird flüchten. Ja, gut. Ich meine, so ist das halt, aber immerhin cool, dass wir ihn einmal zufällig gesehen haben. Jedenfalls hier hinten Banetteonit. Genau. Ebenfalls gutes Mega-Pokémon. Megastein, den wir so aufheben können, befindet sich ironischerweise in der Siegestraße. Und das gar nicht unweit von dem Ort, an dem wir gegen Serena gekämpft haben. Da ich mit Schutz unterwegs bin, ist das keine allzu schwierige Aufstufe oder kein allzu schwieriger Weg. Ich muss sagen, dass dieser Tune mir gerade sehr, sehr gut gefällt. Nehmen wir auf jeden Fall ein Pokémon mit, was Zertrümmerer kann. Das werden wir nämlich benötigen. Und zwar... Da... Jetzt muss ich gerade selbst mal schauen, wie wir da hinkommen. Ah, genau. Hier... runter... Ne, nicht hier. Hier muss es eigentlich irgendwo in der Gegend tatsächlich sein. Wie gesagt... In der Nähe von dem Ort, wo wir gegen Serena gekämpft haben. Genau hier. Diese Wand zertrümmern. Mit eben meinem Resladero. Und dann Knackragnit. Ja, das Mächtigste zum Schluss. Knackragnit. Mega mächtig. Seit das letzte Pokémon irrte ich mich gewaltig. Denn wir müssen hier noch zurück in die Frosthöhle. Um ein... Ja, um zum Rexlizard zurückzukehren. Und wie wir alle wissen, bin ich nicht gerade ein Meister in diesen Höhlen. Ich hoffe dennoch, dass ich
hier einigermaßen schnell vonstatten komme. Genau. Und mich hier, wie gesagt, nicht allzu lange aufhalte. Ich glaube, ich bin gerade auf einem ganz positiven Weg, aber bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ihr sollt eben, also hätte ich nachverfolgen können, wie ich zu diesem Megastein komme. Von daher zeige ich euch hier den vollständigen Weg. Ich glaube aber, da kommen wir nur wieder runter und ist nicht da wo wir hin. Ja gut, wobei, okay, hier können wir Glaciola, Evolizi Glaciola machen. Das ist zwar cool, aber wie gesagt, nicht das, was ich möchte. Überhaupt nicht. Von daher begeben wir uns hier nach unten. Vielleicht geht das Ganze so schneller. Ah, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Genau. Jetzt hier nach oben. Nochmal nach oben. Und genau. Das ist genau dahin, wo ich möchte. Nehmen wir diesen Rexblizzard nach hinten und wir bekommen den Scherox Sneed. Und das ist tatsächlich das letzte von diesen Items, die ich holen kann. Ganz am Ende sind wir jedoch nicht. Wir sehen uns gleich wieder in Illumina City. Soleil gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich machen kann. Nämlich, schaut mal, wer da ist. Na? Oh, hallo Jesse. Ist das nicht der Ort, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Yo, Dianta. Du bist ein starker Trainer. Du bist so ein starker Trainer, dass ich dich gerne näher kennenlernen würde. Und lang um den heißen Brei umzureden, würdest du wohl eins deiner Pokémon gegen mein Drassler tauschen? Jupp. Und zwar habe ich dafür einen. Oh, cool, man kann sogar mit der Box tauschen. Das ist ja mal epic. Da habe ich extra da Tiere ins Team genommen. Das hatte ich sogar was Fortschrittliches. Bei so einem Tausch sind die beteiligten Pokémon sicher noch viel aufgeregter als ihre Trainer. Ja, wir tauschen mit Dianta, wie gesagt, die Pokémon. Wir bekommen ein Drassler, was den Gardevoir Nid trägt. Also, zumindest diesen Megastein könnten wir auch so ohne Probleme bekommen, tatsächlich. Und damit sieht es doch schon relativ gut aus, würde ich mal behaupten. Kümmere dich gut um Drassler. Ja, danke, das habe ich vor. Hallihallo, Datiri. Hoffentlich bist du nicht zu sehr erschrocken, weil du plötzlich getauscht wurdest. Aber keine Sorge, du kannst mir vertrauen. Ich werde mich gut um dich kümmern. Ja, das wird sie. Danke, da wollen wir uns wieder unseren Pokémon-Kämpfen mitnehmen, was? Sehen wir zu, dass aus uns noch großartigere Trainer werden, als wir es ohnehin schon sind. Ja, und ich danke euch für eure großartige Teilnahme in diesem Part. Ich werde jetzt noch ganz kurz alle Arenasteine, die es gibt, zusammentragen. Dann werden wir sie uns kurz anschauen und ja, bis. Ich habe mir nun aus Pokémon Y die restlichen Megasteine, die mir gefehlt haben, rübergetauscht. Was mir eigentlich ehrlich gesagt ganz recht ist, weil ich wollte Pokémon Y sowieso neu starten. Habe ich ja schon öfters angedeutet. Muss gar nicht mal als LP sein, ich will jetzt wirklich neu spielen. Von daher schauen wir uns jetzt alle Megasteine an. Es sei angemerkt, das sind alle Megasteine, die es in Pokémon XY noch gab. In Omega Rubin Alpha Saphir kamen natürlich noch neue hinzu. Also der Absolnit, den Pinsir-Nit, den Knackrack-Nit, Turtok-Nit, Kangama-Nit, Garados-Nit, Flunkiefer-Nit, Gengar-Nit, Gardevoir-Nit, Banette-O-Nit, Meditalis-Nit, Ampharos-Nid, Logok-Nid, wobei es den eben nur kurze Zeit in diesem Event gab, habe ich hier in Pokémon X leider nicht, weil ich dieses Event-Flamli nicht habe. Scherox-Nid, Despotar-Nid, Simsalanid, Visaflor-Nid, Aerodactyl-Nid, Scarabor-Nid, Hundemon-Nid, Stolos-Nid, Mytho-Nid X, Mytho-Nid Y, Rexblizzard-Nid, Voltenso-Nid, Glurak-Nid X, Glurak-Nid Y, Lucario-Nid. Das sind alle Megasteine, die es in Pokémon X und Y gibt. Ich habe sie jetzt alle gefunden, euch allen gezeigt. Danke für die Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Zwei haben wir sowieso in der Story bekommen. Nämlich den Lucario-Nid und den. Oh Gott, welcher. Was war denn der zweite, den wir in der Story bekommen haben? Auf jeden Fall den Lucario-Nid, den weiß ich gerade nicht. Gengar-Nid haben wir auf jeden Fall auch so eingesammelt, ohne größere Probleme. Und der Nid von den anderen beiden Startern, die wir eben nicht von Professor Plan bekommen haben, war wie gesagt im Steinhaus. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.